Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ja, wir gehen wieder in die Parallel Quests, wie angekündigt. 5 Seiten werden wir machen. Und los geht es mit Fusion Reborn. Also wir werden die Seiten 11, 12, 13, 14 und 15 komplett machen. Dann werden wir nochmal einen Moduswechsel vollziehen, werden entweder Side Missions oder Challenges machen, da gucke ich dann mal. Und wenn wir das dann geschafft haben, gibt es die restlichen 5 Seiten und dann gucken wir mal, womit wir das Let's Play dann abschließen. Ja, aber erstmal ist das Zukunftsmusik. Jetzt geht es an die Gegenwart mit Fusion Reborn. Und ich nehme einfach mal, weil es ja Fusion ist, nehme ich die ultimativste aller Fusionen. Zamasu, dem habe ich die Ultimate Warrior plus 3 Fähigkeit gegeben. Und er hat einen Energiebalken mehr, weil mehr hatte ich nicht. Ich konnte ihn nicht mit 7 ausrüsten, mit 7 Z-Objekten, weil mir dazu momentan die Z-Punkte fehlen. Also ich habe meine letzten für ihn jetzt rausgehauen. Das heißt Ultimate Warrior 3 und ja, Master Roshis Training. Einen Energiebalken mehr. Mal gucken, wie es läuft. No matter how much mortals combine their power, it will be nothing more than child's play compared to the power of the gods. Jojo. Weißt du, er macht eine epische, er macht einen epischen Spruch und so Gotenks so. Besser wäre nur noch gewesen, hier ist ein Pflanzenmann. Weißt du, Zamasu so, oh, ich bin der Gott der Götter und der Pflanzenmann so, Kii. Okay. Ui. Ja. Ah, das läuft beschissen. Ja. Ich sehe schon, nach einer Woche Pause muss ich mich erstmal wieder reinfinden hier. Nicht mit mir. Kakarot! Halt, Moment. Das war der Falsche. Und ich mach noch haha. Oh. Das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. So. Also ich hätte schon gedacht, dass ich mal einen Fehler mache, aber das war dämlich gerade. Ah. Bengel. Ja. Ja, ein Energiebalken mehr. So, sehr schön, aber das hätten wir. Prima. Aber jetzt kommt der da. Gogeta. Oh, was? Da war er schneller als ich. Und schon bin ich im Hintertreffen. Ja, ist gut jetzt. Nee, hier nix. Nee. Komm. Krieg dich mal wieder ein, Junge. Gott, ich hasse es, wenn sie da am Rand stehen, in der Luft und... 9000! So, nimm das. Und weg! Der hat Maximum Power Mode. Es geht nicht mal so sehr darum, jetzt unbedingt hier alles wegzuspammen. Oh. Oh, sondern eher um genau sowas zu verhindern. So, was habe ich denn eigentlich an einer wundervollen... was habe ich denn für wundervolle Skills? Explosive Wave. Das ist scheiße. My True Justice. This is it, Luigi. Apropos give up! Nimm das! Okay, es war jetzt doch gespammert. Aber ich habe auf einmal Panik gekriegt. An act committed by a god is virtuous, but the same act committed by a mortal is evil, and thus becomes a sin. Ja, schon klar. Und der Pflanzenmann nur so, Gii! Gii, 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 Gii! Gii!
Okay. Okay! Majin Banke. Fruits of the Potaras. Wollen wir es nicht mit Fusion einfach weitermachen? Ich glaube, das ist mir lieber für den Moment. Es ist so ein schöner, rarerer Einstieg. Oh, scheiße. Na gut. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wen ich da jetzt nehmen soll am besten. Irgendeinen anderen Fusionskrieger, also Mayub aber, zum Beispiel, aber der habe ich jetzt halt nicht ausgerüstet. Was ich vielleicht mal ausprobieren könnte. Wir haben ja Hildegard freigeschaltet. Mit den. Ah, sagt mir's. Werfen lief es ja richtig gut. Seine mal. Aber wird das jetzt wieder so hinhauen mit Hildegard? Mal schauen. Wir probieren es mal aus. Oh yeah. Ja, du kriegst ja voll süß. Es funktioniert. Würde ich sagen. Das ist zumindest mal kein Götter-Z-Objekt. Das ist mal was anderes. Und wir sehen Hildegard auch mal. Und vor allem mal in dieser Form. So haben wir ihn nämlich in Tenkaichi bisher noch nie gesehen. Und es sieht eigentlich auch gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ist ganz gut geworden. Zumindest soweit ich mich noch an den Hildegard-Movie erinnere. Ah, der fällt runter, das geht daneben, ja. Ey, Hibito-Shin! Oh, shit. Ja, ein bisschen besser kämpfen sie jetzt dann doch. Ey, das wird nicht funktionieren, mein Freund. Wieso mache ich mir überhaupt Sorgen? Nimm das! Haha! Kontern kann ich auch mit Hildegard, mein Freundchen. Seht ihr? Ich sagte, hörst du jetzt endlich? Scheiße, Mann! Oh, so ein Mist. So, was haben wir denn mit dem Hildegard hier? Explosive Wave ist wichtig. Dark Ice. Ich habe keine Ahnung, was Dark Ice jetzt macht. Außer, dass ich nicht... Ah, okay. So eine Art wilder Sinn, oder? Beziehungsweise gar kein wilder Sinn. Könnte auch Nachbild gewesen sein. Ah. Oh, shit! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. 86, da hätte ich eh keine Chance gehabt. Oh, ich verliere gerade doch sehr viel Energie. Ich muss aufpassen. Hey, du! Ja, sehr gut. Und das. Tja, sowas muss man dann einfach mal ausprobieren. Ah! Das war nichts, mein Freundchen. Aber ich habe viel Energie verloren. Kibito-Shin hat sich gut geschlagen. Der nächste Gegner wird schwerer. Gehe ich zumindest von aus. Und was? Oh. Oh, ja, ich hasse es, wenn sie das machen. Das ist so unfassbar unfair. Weil egal wie du es versuchst, du kommst da nicht mehr raus. Das ist absolut unmöglich. Du kommst dort einfach nicht raus. Oh! Dieses Mal konnte ich es auch. Ich war mir ganz sicher, dass ich es noch. Also, man kommt dort raus. Okay. Dann muss ich es doch mal versuchen. Nicht einfach wild hier Tasten hämmern, sondern wirklich mal versuchen im richtigen Moment. Das wird aber echt schwer. Boah, das ist heftig. Sie kontern mittlerweile echt jeden Schlag. Ja, diesmal habe ich es nicht geschafft.
Okay. Und das hinterher. Das war meine ultimative Kombo. So. Ich liege aber trotzdem noch im Hintertreffen. Also von daher wird es nicht leicht. Jetzt so ein Finisher wäre nicht schlecht, aber ich fürchte, er setzt ihn vorher ein. Ja, komm her. Ah, shit, er ist stehen geblieben im richtigen Moment. Und da wird er wahrscheinlich ausweichen. Er weicht nicht aus. Was für ein Penner. Das war's. Okay. yeah, du siehst voll cool aus. Sehr schön. Wuhu. It's a new record. So, aber das würde jetzt zu lange dauern, glaube ich, ne? So, Majin Bankei, egal, wir machen es trotzdem. Und zwar mit Dabra. Ja, der hat was gegen Majin. Nach seiner letzten Erfahrung mit Bu zumindest. Ja, die beiden mögen sich doch, oder? Nimm das, Freundchen! Nimm das! Nimm Dabras! Was? What? Nix what. Mach ihn fertig. Und zwar wie ein Rettich. Sieht zwar komisch aus, dieser Rettich. Sieht eher aus wie ein Kaugummi, aber das macht ja nichts. Wow. So, sehr schön. Nee, das machst du nicht, Freundchen. Machst du definitiv nicht. Was würde dir denn hier einfallen? Das war's, mein Freundchen. Oh, holy shit. Hoppala. Ha! Einen Finisher krieg ich nicht mehr angewendet. Schade. Hätte ja gerne den nächsten Bu mit dem Finisher begrüßt. Schaffen wir es doch noch in der Zeit, oder? Und da muss ich erstmal ein bisschen trainieren, dass wir wieder ein paar Z-Punkte kriegen. Ich vielleicht aber den einen oder anderen Charakter auffinden kann. Weil natürlich will ich noch ein bisschen ausprobieren. Kämpfer nehmen, die wir noch nicht hatten. Und vielleicht auch ein bisschen mit den Z-Objekten variieren. Aber klar ist, auch bei 5 Gegnern muss ich auf die Götterobjekte jetzt gehen. Da habe ich keine andere Wahl mehr. Und das haben wir jetzt halt auch bei Dabra drin aktuell. Weil ihr seht, auch das jetzt schon, das ist nicht so leicht. Obwohl ich quasi einen schweren Body habe, werde ich doch ziemlich leicht zurückgedrängt. Weil sie einfach ziemlich gute Kombinationen drauf haben. Ja. Weil ihr seht, der macht mich jetzt zum Beispiel schon ziemlich fertig. Da hätte ich ohne dieses Z-Objekt, also spätestens hier, hätte ich verkackt. Der ist echt stark, alter Schwede. Wahnsinn. Unangenehm. Nee, lass mal. Ich bin hier der Let's Player. Ja! Und du bist kein Gastkommentator! Haha! Ist ja nicht Matze. Hat mich sehr gefreut, das bisherige Feedback zu Star Revenge Zero. Das muss ich wirklich sagen. Vielen Dank dafür. Das macht echt Spaß. Das sind wirklich wieder... Das fühlt sich ein bisschen nach alten Zeiten an. Es freuen sich alle so sehr, dass Matze da mit dabei ist bei dem Projekt. Und das werden wir dann auch nach Möglichkeit wirklich versuchen, dann so beizubehalten. So. Aber jetzt
ist erstmal Dragon Ball Time. Kid Buu! Ah, shit! Ah, shit! Das ist echt nicht leicht. Oh, shit! Boah, ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich doch vorher dran war. Weil eigentlich, er war schon so nah an mir dran mit dem mit dieser komischen Kugel, sag ich mal. Boah, guck dir das an. Der geht ganz schön ab, der Kerl. Höh? Boah. Du, das kann ich ja auch. Du kannst es besser, okay. Alter, das ist so heftig. Das ist echt so heftig mittlerweile. Das sind wieder meine Kid Buu Flashbacks, die ich normalerweise aus dem Story Mode habe. Ich kämpfe so ungern gegen Kid Buu und hier setzt es sich nahtlos fort. Nimm das. So, mit einem Schwerthieb beendet. Hohohoho. Harte Sprüche, du, mein Lieber. Wow, Z-Rang. Seht ihr mal. Das müsste mein erster Z-Rang sein, den ich on-screen sozusagen bekommen habe. Ja, definitiv. Einen hatte ich nochmal... Nee, Bottom of the Pecking Order? Oder hatte ich das... Nee, das müsste ich dann off-screen gemacht haben. Bei Turtle School hatte ich definitiv, den hatte ich offscreen geholt, weil ich da Z-Objekte Z-Punkte gesammelt habe in diesem Kampf. Genau, ja. Gut, aber ich denke mal, auch wenn es jetzt tatsächlich immer noch relativ früh ist, sag ich mal. Das sind jetzt 4 Gegner, das sind jetzt immerhin 3 Gegner. Ich denke, wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Beim nächsten Mal geht's weiter und dann hätten wir die erste Seite von 5 schon mal geschafft. Na, das hat doch was. Geht doch ganz gut voran. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.